Freunde, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Sideswipe Video. Gestern habe ich euch erklärt, wie ihr unendlich XP in Rocket League Sideswipe bekommt. Und genau das gleiche machen wir heute mit SP, also mit den Münzen in Rocket League Sideswipe. Mit welchem Glitch, wie bekommt ihr unendlich Münzen in Rocket League Sideswipe? Alles, was ihr machen müsst, Freunde, wir wollen dieses Jahr noch die 6500 Abonnenten knacken. Deswegen, Leute, lasst unbedingt ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Und Leute, ganz wichtig, schreibt auch mal in die Kommentare, was ich alles noch in Rocket League Sideswipe machen soll. Was euch interessiert, was ihr euch noch wünscht, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange drum rum und starten direkt rein mit dem Video, Freunde. So, Freunde, wir sind jetzt also in Rocket League Sideswipe drin und das ist ganz wichtig, das funktioniert nur, wenn wir eine Herausforderung haben, wo wir auch SP bekommen. Zum Beispiel hier kriegen wir jetzt von der Herausforderung 250 SP. Alles, was wir jetzt machen, ist einfach WLAN aus und macht auch Bluetooth aus und dann drückt einfach ganz lange drauf. Drückt so lange drauf, bis der Verbindungsfehler wieder aufploppt. Wir drücken. Es kann manchmal ein bisschen dauern, so um die 5 bis 10 Sekunden dauert es. Und dann sollte gleich ein Verbindungsfehler hier auftreten. Zack, 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 zack. Immer weiter drücken. Jetzt kommt hier der Verbindungsfehler. Genau, jetzt schließen wir die App ganz normal. Zack, richtig schließen die App und starten sie erneut. Wir machen wieder WLAN und Bluetooth an. Zack. Und dann startet Rocket League neu. Wir gehen wieder in Rocket League Sideswipe rein. Und gehen wieder in Herausforderung, machen wieder WLAN und Bluetooth aus und drücken jetzt circa, machen wir mal 5 Sekunden drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sagen, es reicht. Und wir machen WLAN und Bluetooth wieder an. Und wir gehen raus und wir sehen, wir haben sehr, sehr oft 250. 1, 2, 3, 4, 5 mal, 6 mal, 6 mal 250 Münzen bekommen. Und somit haben wir jetzt 3250 Münzen. Das heißt, der Glitch funktioniert für SP, Leute. Und damit könnt ihr euch jetzt ganz viele geheime Items kaufen. Das heißt, ihr drückt hier einfach drauf. Und wir ziehen jetzt hier noch für den Stream, weil wir so cool sind und gerade extrem hart für die SP gearbeitet haben, ziehen wir jetzt auch noch einen Atomizer raus. Okay, wir ziehen jetzt einen Atomizer raus. Hey, for free? Nehmen wir mit. Ziehen jetzt ein Atom. Alles cool, ey. Wir machen weiter. Ich dachte dreimal in a row. Das wäre zu krank gewesen. Okay, das war's. Okay, Leute. Damit ist auch bewiesen, der Glitch funktioniert auch für SP. Das heißt, ihr könnt auch unendlich Münzen mit dem Glitch bekommen. Ganz wichtig, ihr braucht diese Herausforderung. Ich will noch gerne wissen, ob das auch funktioniert mit dieser Kiste. Das heißt, ob man hier auch unendlich Bronzegeschenke bekommt. Ich denke, es funktioniert nicht, aber wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Leute, ich würde sagen, danke fürs Einschalten von dem Video. Lasst super, super gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo da, ein Like und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Keine super, super geilen Rocket League Sideswipe Tipps und Tricks, Freunde. Und schreibt super, super gerne, was wir noch machen sollen in Rocket League Sideswipe. Schreibt es in die Kommentare, egal was es ist. Geile Tutorials, geile Tipps, geile Tricks, alles was ihr wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, ciao.